Die elektrische Ladung ist seit Columbo bekannt. Charles Augustin de Columbo war ein französischer Physiker und begründete die Elektrostatik sowie die Magnetostatik. Nach Columbo ist die physikalische Einheit der elektrischen Ladung benannt. Die elektrische Spannung ist seit Volta bekannt. Alessandro Volta war der Erfinder der Batterie. Er gilt als der Begründer des Zeitalters der Elektrizität. Volta wurde mit der höchsten Auszeichnungen, die ein Physiker bekommen kann, geehrt. Zu seinen Ehren wurde die Maßeinheit für elektrische Spannung benannt, Volt. Und die Wirkung des elektrischen Stromes ist seit Ampere bekannt. André-Marie Ampère erkannte, dass die fließende Elektrizität die eigentliche Ursache des Magnetismus ist. Ampère erklärte den Begriff der elektrischen Spannung und der elektrischen Stromes und stellte die Stromrichtung fest. Zu seinen Ehren ist die Einheit des elektrischen Stromes Ampere benannt. Ohm kannte die Kraftwirkung der elektrischen Spannung, deshalb konnte er Spannung durch Kraftmessung bestimmen. Georg Simon Ohm war ein deutscher Physiker und er erfand den grundsätzlichen Zusammenhang zwischen Stromstärke, Spannung und Widerstand an einem elektrischen Leiter. Das nach ihm benannten ohmischen Gesetz, Spannung gleich Stromstärke mal Widerstand. All diese Namen, dessen großen Physikern, dank ihnen wir dieses Wissen haben, sind auf dem Eiffelturm eingraviert. Discovered a perfect method to see whether or not your best friend is a wuss. Watch.